Weil die Promis, handelt es sich um Menschen, die über Nacht durch bestimmte TV-Formate berühmt wurden und glücklicherweise meist ebenso schnell wieder von der Bühne verschwunden sind. Naja, im Notfall kann man sich aber auch von einem dieser herumlungernden Adelshäuser adoptieren lassen, wenn es einem um den Namen geht. Man muss einfach nur aufpassen, dass einem die eigene Herkunft kein Schnippchen spielt. Augen grün, Haare rot, Mutter Fersen, Vater tot. Besondere Kennzeichen? Ab jetzt nur mein Name? Was ist Ihr Beruf? Na selbstverständlich Dame. Dame, ja, das steht in meinem Pass. Das ist kein Beruf. Wer sagt denn das? Ich rede, trinke, lache, fahre Ski. Ja, glauben Sie, ich arbeite nicht wie Sie. Als Tod vergießt dann doch ein bisschen Blut, sonst gibt's eine Blutlache.